So Leute, jetzt ist es endlich soweit. Ach nee, ich habe die Begrüßung vergessen. Moin Leute und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns endlich diese Torwarthandschuhe an. Ihr habt es euch wirklich sehnsüchtig gewünscht. Und zwar sind das die Torwarthandschuhe von Modern Goalkeeping. Also ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Er hat wirklich, glaube ich, über 250.000, 280.000 Abonnenten auf Instagram. Schon über 100.000 auf YouTube. Und keine Ahnung, unmenschlich viele auf TikTok auch. Und dieser Influencer, Mike von Modern Goalkeeping, hat seine eigene Torwarthandschuhmarke rausgebracht. Und zwar ist das Grip Mode. Und ihr habt es euch wirklich so gewünscht, dass ich hiervon ein Video mache. Und ihr habt es wirklich in die Kommentare geschrieben, mich auf Instagram angeschrieben, gefragt, wo bleibt das denn jetzt? Und denn ich habe das jetzt auch schon vor einer Zeit angekündigt gehabt, dass die kommen. Und es hat jetzt etwas gedauert, bis diese Torwarthandschuhe angekommen sind. Also es war jetzt kein gewöhnlicher Versand von 1 bis 3 Tagen. Also es hat jetzt etwas gedauert, aber sie sind da. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor jetzt der Test kommt, um euch ein bisschen heiß drauf zu machen, werde ich die jetzt einmal auspacken und dann schauen wir uns mal den allerersten Eindruck von diesen Handschuhen an, wie jetzt so der Grip nach dem Auspacken ist und so. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal einmal rein. Und da haben wir auch die Bad Boys. Und zwar sind die hier in so einer schlichten Verpackung, die ich übrigens wirklich sehr cool finde, weil man die hier an der Seite mit so einem Klettverschluss aufmachen kann. Und das Einfache, dass man sie einfach rausnehmen kann und auch wirklich einfach wieder reintun kann. Also das ist wirklich sehr simpel, weil wenn ich jetzt bei anderen Torwarthandschuhen ist es oft so, dass man die Tasche oft gar nicht, also die Verpackung benutzt, weil man die Handschuhe so schwer rein und raus bekommt. Aber das finde ich eine wirklich sehr schöne Sache, wenn man auch kein Glove-Bag hat oder die Handschuhe nicht einfach so mit sich rumschleppen will. Aber jedenfalls, hier haben wir sie. Ich finde das Design übrigens wirklich richtig cool. Also es ist wirklich schlicht gehalten eigentlich. Aber es ist wirklich so mit diesen paar Details und so wirklich richtig cool gehalten. Also das finde ich wirklich richtig gut. Und was mir jetzt im ersten Eindruck so auffällt ist, dass das Obermaterial wirklich so ähnlich ist wie die Catch and Keep Modelle. Also das Splash Modell und das Azur und Albero Modell. Also es ist auch so ein ähnliches Neoprenmaterial, was ich wirklich richtig angenehm finde. Hier die Punching Zone ist eigentlich nur Deko, nur designtechnisch etwas hergemacht, aber viel Dämpfen oder so tut das jetzt nicht. Hier hatten wir das Neoprenmaterial, wovon ich schon eben geredet habe, und die Bandage, die tut man einmal um das Handgelenk rum. Und hier hat man, sieht man auch ganz schön, hier ist auch so eine flexible Zone, damit man auch wirklich einfach reinkommt. So, dann mache ich mal die Bandage hier wieder durch. Genau, hier haben wir auch noch eine Grip Protection Zone, damit das nicht allzu doll abnutzt. Und genau, vom Schnitt her ist das wirklich, soll es auch wieder ein sehr enger Schnitt sein. Also soll wirklich sehr angenehm sein. Und deswegen bin ich wirklich richtig gespannt und würde jetzt einmal sagen, dass wir die Folie abmachen, um den Grip einmal zu testen. So, ich habe jetzt die Folie abgemacht und wir testen jetzt einmal, wie der Grip ist. Natürlich, ich weiß, ich sehe schon jetzt die Kommentare, dass gesagt wird, ja, der Grip, man muss doch die Handschuhe auch erst auswaschen. Ja, soll man auch eigentlich. Und danach ist der Grip auch immer noch am besten. Aber ich werde jetzt trotzdem einmal schauen, wenn jetzt man direkt die Folie abmacht, wie gut der Grip ist. Falls euch aber interessiert, wie jetzt meine Routine ist, was ich so empfehle, wie man die Handschuhe waschen soll, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein Video. Aber jetzt schauen wir erst einmal, wie doll der Grip überhaupt hält. Genau, ein Klassiker ist immer die Handschuhe übereinander legen, etwas zusammendrücken und dann so hochnehmen und Tatsache, das hält. Jetzt kommt der Handschuhtest, ob er den Ball locker halten kann. Und Leute, das ist wirklich so einfach. Also der klebt hier wirklich dran, also mit 5 Fingern kein Problem. Jetzt nehme ich mal 4 Finger. Kein Problem. Jetzt nehme ich noch mal ein weniger, nur mit 3 Fingern. Und ich muss sagen, der Handschuh ist mir ein bisschen zu groß, deswegen rutscht er hier ab. Aber der Grip hat wirklich richtig mega gut gehalten. Und ich glaube, man hört das sogar. Jetzt komme ich zu meinem abschließenden Fazit, was ich hier so für den ersten Eindruck von dieser Schönheit hier habe. Und zwar ist sie wirklich richtig positiv. Also man sitzt da wirklich sehr gut drinne. Ich passe da noch nicht zu 100% rein, da ich etwas kleinere Hände habe, aber unsere Torleute halt Größe 10 haben.
deswegen passe ich nicht zu 100% rein und deswegen ist auch eben der letzte Ball bei den Grip-Tests bei 3 Fingern abgerutscht. Aber ich schätze, dass er das eigentlich locker halten wird und besonders der Handschuh ist noch nicht ausgewaschen. Der ist noch gar nicht auf den höchsten Punkt. Aber bis jetzt macht der Handschuh wirklich einen richtig guten Eindruck. Also der ist von der Passform wirklich richtig gut und vom Grip her bis jetzt auch gut. Was jetzt genauer ist, wie viel besser der noch wird, das werden wir erst im richtigen Test erfahren, wenn er auch ausgewaschen ist, etwas benutzt wurde. Aber ich schätze, so wie die Videos sind von Modern Goalkeeping, ich glaube, der lügt nicht und das ist wirklich, also der hat wirklich einen richtig guten Grip. Jedenfalls, was mich aber wirklich richtig positiv überrascht hat, sind diese kleinen Details. Und zwar wie zum Beispiel, dass man hier noch diese Erweiterung hat, dass sich der Handschuh mitdehnen lässt, damit man einfach in den Handschuh reinkommt. Hier diese kleine Einstiegshilfe, eine Grip Protection Zone, dass hier der Grip hier auch noch über den Daumen geht, dass man hier noch eine größere Fläche hat und auch wirklich dieser enge Schnitt mit dieser wirklich exzellenten Verarbeitung, was ich nicht gerechnet habe, dass der Handschuh wirklich gut ist. Aber ich bin wirklich gespannt, wie der jetzt abschneiden wird, was so unsere Torleute sagen werden. Und falls ihr jetzt erstmal schon mal Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne bei Instagram. Ich bin da wirklich für alle zu haben. Macht hier auf YouTube bitte die 10.000 voll. Ich bin wirklich schon so dankbar, was wir bis jetzt erreicht haben. Aber 10.000, das wäre wirklich Zucker. Jedenfalls, danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.